Liebe Jungfrau, Merkur läuft rückwärts in Krebs. Wahrscheinlich muss man sich am Monatsanfang zwischen 1. und 11. des Monats erneut mit einer Sache befassen, die mehr Anpassungsfähigkeit und Flexibilität erfordert, als man gewohnt ist. Verstehens- und Kommunikationsprobleme können an diesen Tagen leichter als sonst auftauchen. Kurzschlusshandlungen sollen unbedingt vermieden werden. Wir haben am 1. einen harmonischen Aspekt zwischen Sonne und Uranus. Das heißt, bestimmte Unstimmigkeiten und Widersprüche können entstehen, wenn man eine Sache beginnen möchte, ohne eine andere zu beenden. Eine Erneuerung oder Verbesserung einer Situation ist möglich, wenn man bereit ist, ein gewisses Risiko einzugehen. Zwischen 2. und 3. des Monats läuft Saturn rückläufig in Steinbock. Wenn du Vater oder Mutter bist, dann könntest du wieder Probleme mit einem Sohn oder einer Tochter haben. Diese Tendenz bleibt bis Dezember 2020 bestehen. Es kann geschehen, dass dir eine berufliche Änderung bis zum Jahresende erschwert wird. Zwischen 4. und 5. haben wir einen Vollmond in Steinbock. Dieser Mond in deinem Haus der Liebe deutet darauf hin, dass du vorsichtig sein solltest, dich mit einem Partner einzulassen, der dir Schwierigkeiten machen wird. An diesen Tagen wird es dir schon klar sein, was du in deinem Leben eigenständig verändern musst, damit du dein Gefühl der Einsamkeit und der inneren Leere endlich überwinden kannst. Zwischen 6. und 11. des Monats haben wir einen Spannungsaspekt zwischen Merkur und Mars. Es würde nichts bringen, meine liebe Jungfrau, die Dinge zu erzwingen. Es kann jemand im Hintergrund geben, der dir nichts Gutes wünscht. Vielleicht gibt es eine Art Interessenkonflikt. Am 12. des Monats ist Merkur wieder direkt in Krebs. Du könntest alte Freunde oder Bekanntschaften bald wieder treffen. Es kann sein, dass du dir bis zum Monatsende mehr Zeit für dich selbst nehmen solltest. Zwischen 13. und 21. bildet die Sonne eine Opposition zu Jupiter, Pluto und Saturn in Steinbock. Themen wie Kontrolle und Kontrollverlust können auftauchen. Vielleicht gibt es eine Situation, die du kaum ertragen kannst. Du selbst oder jemand anders kann eine Situation erleben, bei der man anderen ausgeliefert ist. Zwischen 19. und 20. des Monats haben wir einen Neumond in Krebs. Ein persönliches Projekt oder Geschäftsvorhaben wird viel mehr Arbeit und Mühe erfordern als gedacht. Die Erkrankung eines Familienangehörigen ist möglich. Dann haben wir am 22. die Sonne in Löwe eingetreten. Bis Mitte August gehst du in eine Phase, in der Innenschau und Erholung Prioritäten sein sollten. Zwischen 23. und 27. haben wir Venus, Neptun im Quadrat zueinander. Vergewissere dich, dass eine Person dich nicht belügt und zum Narren hält. Und dann zwischen 25. und 31. haben wir einen Spannungs-T-Quadrat zwischen Merkur, Jupiter und Mars. Es gibt jemanden, den du kennst, der sehr impulsiv ist und seine eigenen Interessen rücksichtslos durchsetzen möchte. Du wirst bald erfahren, wer dieser Mensch ist. Liebe Jungfrau, mit diesen Aussagen bin ich fertig. Wenn du aufgrund der Welteinflüsse eine Beratung haben möchtest, dann kannst du dich bei mir melden. Meine Kontaktdaten kennst du schon. Gegebenenfalls findest du diese unten bei der Videobeschreibung. Ich wünsche dir viel Glück. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit.
und bis zum nächsten Video.